Gut, da wären wir wieder. Neuer Part, Randy's Money. Ich muss erstmal herausfinden, wo wir hier stehen geblieben sind. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hier haben wir einen Schraubenzieher. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir zuletzt so eine Art Geburtstagsparty veranstaltet. Das haben wir schon geschafft. Okay. Hier nicht, kann man nichts machen. Ja, hier wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Nee, nee. Schraubenzieher, damit können wir damit nee, jetzt nicht etwa. Da können wir doch bestimmt jetzt die Tür aufmachen, oder? Schraubenzieher ist doch hier beim. Beim Mads Ding wollen wir doch retten, das ist doch hier die endgültige Mission. Letztendlich ist das doch hier unsere Aufgabe, zum Mitte zu fahren und dort mal die Tür zu öffnen. Jetzt vermute ich mal hier Mads Wohnung. Da wollen wir jetzt als nächstes hin. Ah nein! Sekunde hier mit dem Luftballon. Ne, das haben wir schon. Okay, der liegt schon. Ja, dafür braucht man einen Schraubenzieher. Okay. Gut, okay. Soweit. Na komm, Tür. Nicht? Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fang. Na dann. Die kriege ich nicht einfach so auf. Die ist abgeschlossen. Okay. Tja. Gut, Tür? Na komm. Sicher, das funktioniert. Na, sicher. Okay. Die Tür haben wir aufgekriegt mit der laminierten Karte. Fenster. Bild. Kein Interesse. Wozu? Okay. Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl das schon eine Fantasie von mir wäre. In die Küche, da ist kein Matt, der sich irgendwo einklemmt oder sterben geht. Aber der Ofen, der Mixer und das ist alles noch, ja, hier. Die Tatorte sind noch markiert. Bitte rausschneiden. Warum nehme ich nicht einfach die Tür, wie jeder normale Mensch auch? Tja, gute Frage. Ich will es nur ausprobieren. Okay, wir können hier wirklich nichts mitnehmen. Nichts, was wir mitnehmen können. Die Wände, das kriegen wir doch bestimmt zur. Wozu? Können wir zur Verhandlung losschreiben. Verrückter Irrer. Tja. Muss ich gar nicht. Stimmt. Tja. Gut. Das muss nicht geschraubt werden. Okay, ja. Da fällt mir auch nichts ein. Na denn, versuchen wir es anderswo. Straße. Ja, hier haben wir halt schon alles erledigt. Bei C-Mark haben wir schon, hier haben wir schon den Luftballon. Ja, hier wollen wir auch nicht. Doch, da waren wir schon, aber vielleicht kann es hier Pfandleier. Hallo, Mel. Hast du einen psychotischen Besoffenen mit einer Brille und einem Afro irgendwo gesehen? Keine Ahnung. Sprechender Briefkasten. Super. Mel? Hallo. Hallo.
kann ich was für dich tun. Hat bei dir jemand heute eine Knarre gekauft? Ja, bin fast sicher. Fast sicher? Okay, auf jeden Fall können wir jetzt hier mit ihm reden. Weißt du noch, wer genau? Hallo. Kann ich was für dich tun? Ja, ich will eine Knarre kaufen und dich ummieten. Ja, genau wie dieser andere Typ. Welcher andere Typ? Weißt du, wie er heißt? Glaube nicht. Der hat es eilig. Weißt du noch, wie er aussah? Woher soll ich das wissen? Kann er nicht jeden besoffenen Merken, der eine Knarre bei mir kauft. Tja, was, wenn sich jemand ausraubt? Ist noch nie passiert. Außer... Warte mal. Oh Mann. Ich werde ständig ausgeraubt. Ach, vergiss es. Erinnerst du dich an den Typen, der die Knarre gekauft hat? Hallo. Kann ich was für dich tun? Der Typ mit der Knarre, verdammt nochmal. Wer war das? Ey, mach mich nicht an, ja. Ich hab schon gesagt, dass ich mir Gesichter nicht merken kann. Besonders besoffene Gesichter. Sehen für mich alle gleich aus. Aber? Wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst. Weiß nicht, wenn du was hättest, was mich an den Typen erinnert. Da waren wir doch... Ja. Da waren wir doch gerade. Das Bild, wir können ihm doch bestimmt ein Bild zeigen. Hier ist doch eine Knarre, hier können wir zwei Knarren nehmen. Aber hier sind interessante Sachen drin hier. Dragon Ball. Ein Diamant, von dem ich nicht weiß, von wo der ist. Die Ocarina of Time. Mario Münze. Sonic. Zelda. Jo. Nochmal wieder zurück. Hier mal. So, Mads Wohnung, da sind nur noch Grabsteine eingebrochen. So. Hier nach drinnen. Und zack. Die Bude steht jetzt offen. Aber jetzt können wir doch, jetzt können wir. Die Bude steht offen. Mads sieht auf dem Bild nicht gerade gut aus. Eigentlich will man kaum hinschauen. Ich hoffe nur, Mel kann sich erinnern. Jo, und das nehmen wir auch mit. Komm, bleib hier. Mitnehmen. Kein Interesse. Kein Interesse? Ach, das ist... Na gut, dann halt zurück zum Herr. Hey, was? Wo kommst du jetzt her? Ich will wissen, wer du bist und was zum Geier du hier treibst. Ich verwette meine Marke, dass du hier nichts zu suchen hast. Naja, wissen Sie, ich... Weißt du, mir reicht's jetzt schon mit dir. Du bist festgenommen. Was? Festgenommen? Glaube ich nicht, Kumpel. Glaube ich nicht, Kumpel. Ach, nicht? Nee, ich war hier immer willkommen. Das ist schwer vorstellbar. Warum hassen Sie mich denn so? Sie kennen mich nicht mal. Ich sehe das an deinen Augen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich verachte dich. Und das wird sich auch nicht ändern. Okay. Warum bin ich festgenommen? Weil's mir Spaß macht. Reicht das? Haben Sie mal überlegt, dass mich auch jemand, der hier wohnt, eingeladen haben könnte und ich jetzt nur nach Hause gehe? Nein, das steht dir ins Gesicht geschrieben. Du hast irgendwas vor. Ja, Matt retten. Das habe ich vor. Okay, ich beweise es. Ich hole meinen Freund und er kann es Ihnen bestätigen. Du solltest mich lieber nicht verscheißern. Glaub mir, du willst keinen Ärger mit mir. Natürlich nicht. Scheiße. Schnell weg, ich muss hier raus. Steht vor der Tür, geht das nicht. Na, Küche. Vor dem Fenster. Durch die Küche und hops. Improvisierter Ausgang. Na, das wird doch sicher nicht gehen. Ja. Scheiße, Alter. Na toll. Wer zum Geier bist du? Noch und wo zum Geier kommst du her? Wir kriegen hier noch ein Herz, Kasper. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust? Ja? Tja, hier ist leider abgesperrt. Du musst wohl warten, bis wir hier fertig sind. Oder bis dir wieder was einfällt. Was? Kommt schon, ihr macht ja nicht mal was. Wir führen hier eine intensive Tatortuntersuchung durch, mein Junge. Ja, wir wollen auf keinen Fall was Wichtiges übersehen. Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist hier abgesperrt? Irgendjemand hat wohl den Luftballontypen umgelegt. Was? Er ist tot? Nee, war knapp. Aber er lebt. Warum fragst du? Weißt du irgendwas über die Sache? Du kennst den Typen, stimmt's? Das war doch bestimmt nicht ich.
Ja klar kenne ich den. Ich habe jeden Tag ein paar Ballons bei dem gekauft. Tatsächlich? Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus? Tja, wie auch immer. Der Typ hat eine beinahe tödliche Dosis Helium eingeatmet und sein Hirn hat nicht mehr genug Sauerstoff gekriegt. Shit, das ist nicht gut. Scheiße. Nee, mein Junge. Ist es gar nicht. Tatsächlich haben wir diese Kisten hier gefunden, als wir die Straße abgesperrt haben und... Tja, wir haben sozusagen den Jackpot geknackt. Antike Sammelkarten, Föderationsuniformen, ein paar Replikas von berühmten Schwertern, eine wahre Goldmine. Da sollte wohl eine Sammelbörse stattfinden. Aber nachdem sie abgesagt wurde, haben sie den ganzen Krempel einfach weggeschmissen. Mhm. Also nochmal zum Mitschreiben. Ihr durchwühlt lieber den ganzen Sammlerschrott, anstatt an einem Fall zu arbeiten? So kann man es wohl ausdrücken. Man kann aber auch sagen, wir haben gerade einen scheiß Wonderboy gefunden und müssen den jetzt dringend ausprobieren. Dafür braucht ihr wohl eine Konsole. Ne was? Eine Konsole. Ihr wisst schon, wie soll man sonst Wonderboy spielen? Wir reden gar nicht von dem Wonderboy, Junge. Hast du noch nie was von Costners legendärem Baseballschläger gehört? Ich mag ja so Retro-Sachen. Aber das ist mir zu retro. Ach, was weißt du schon? Dann lass uns spielen oder was? Man kann ja sagen, was man will, aber ihr seid diejenigen, die gerade was klauen. Wenn der Eigentümer nicht will, dass das Zeug jemand nimmt, sollte er es nicht auf die Straße stellen. Ja, yeah. Genau das sagen Autodiebe auch immer. Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sag dir mal was. Wir sind immer auf der Seite der Gerechtigkeit. Ja? Wenn wir uns mal was an unseren Einsatzorten ausbauen, dann doch nur, weil wir nicht so viel verdienen wie Grissom oder Horatio. Außerdem ist das nur Müll, der hier in der Seitengasse rumliegt. Wir haben nicht gerade jemanden dafür verdreschen müssen. Naja, du hast diesem Jungen eine gescheuert und ihm gesagt, er soll sich verpissen. Der wollte das Teil, das ich zuerst gefunden hatte. Ja, jedenfalls. Ich glaube, das ging vielleicht einen Schritt zu weit, Papa. Das sind ja Superpolizisten. Mal echt jetzt. Ich muss aus der Gasse hier raus. Tut mir leid, Junge, da musst du wohl warten. Und das hier dauert eine Weile. Fuck my life. Seid ihr die Einzigen, die an dem Fall arbeiten? Nee, der Sarge ist bei den Ermittlungen federführend. Ja, aber der ist in die Wohnung von diesen Betrunkenen. Es sind immer die Besoffenen, die den meisten Ärger verursachen. Ja, das glaube ich auch. Na, dann macht mal weiter. Dann macht mal schön weiter. Okay, aber du bleibst schön hier. Ach, Menno. Vielleicht können wir dem irgendwie... Ja, hier mit dem Hammer auf den Kopf. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Schade. Hätte sein können. Ja. Löschen. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Schade. Hättest du ihm auch irgendwo einen Schädel ziehen können. Tja. Ich bin Polizist. Das wäre nicht gerade schlau. Nicht wirklich. Gut. Der Baseball, der hat doch den Baseballschläger. Na komm. Hey, warum probiert ihr den Wonderbat nicht aus? Was schwebt dir vor? Weiß nicht. Kann einer von euch den Ball treffen? Ned, du hast schon seit Jahren keinen Baseballschläger mehr in der Hand gehabt. Du kommst ja nicht mal zu den Spielen gegen die Feuerwehr. Na und? Willst du sagen, dass ich es nicht mehr Feuerwehr drauf hab? Sagen? Singen will ich's. Vierstimmig, wenn's sein muss. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na dann lass jucken, Junge. Und? Und? Na, Spitze. Strike! Shit! Warte, muss nur erst warm werden. Klar, Mann. Das war wohl nix. Jetzt haben wir den Ball verloren, oder was? Oh, man. Mit den Reden bringt mich auch nicht weiter. Jetzt kommt sie nach wie vor nicht weg, oder was? Oh, Baseball. Können wir weiterspielen. Ja, bitteschön. Okay, nächster Versuch. Du verschwendest deine Zeit, Junge. Halt die Klappe, Ted. Los doch, zeig, was du drauf hast. Fertig? Und Strike Nummer 2. Fuck! Verdammte Scheiße. Ja, bei Strike Nummer 3 ist er raus. Ich dachte, das wäre der Wonderbat. Junge, nerv mich nicht, weil ich nämlich einen Taser hier habe und der will Action sehen. Okay. Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Tja,
jetzt wo du es sagst. Vielleicht wäre es schon etwas unbequem. So sieht's aus. Ich könnte ihn eine Weile halten. Okay, mach. Ach du Scheiße. Scheiß drauf. Hier ist das Teil. Jetzt haben wir seinen Taser. Können wir ihn nicht jetzt... Hab dich. Ganz genau. Was soll das Gekicher? Nicht? Mir ist gerade nur ein Witz eingefallen. Junge, du bist nicht ganz sauber. Ja, das höre ich andauernd. So, jetzt können wir doch... Können wir nicht? Hier. Ich hab nur einen Versuch und der muss sitzen. Tja, also dann wohl nicht. So Strike 3 und er ist raus. Na dann, Kiste. Nochmal nachwühlen. Da haben wir den Ball, der komischerweise immer in der Kiste landet. So, na komm, letzter Versuch. Willst du es nochmal probieren? Lass stecken, Junge. Du siehst doch, dass er nichts mit dem Baseballschläger drauf hat. Halt die Schnauze, Ted. Ich war zweiter Junior State Champ. Ja. War. Das ist aber eine Weile her. Hm. Hey, nicht schwätzen, schlagen. Leg los. Bin bereit. Oh. Ach, wie ich diesen Klang liebe. Was habe ich gesagt? Was? Ich hab dir gerade deinen kleinen weißen Arsch versohlt. Who's your daddy? Ich wusste, dass du das drauf hast, Ned. Hab dich nur ein bisschen anheizen wollen. Weiß ich doch, Mann. Und danke dafür. High five. Das sind keine High fives. Aha. Und jetzt können wir doch bestimmt schnell... Verdammt. Ich hab nur einen Ver... Und jetzt hätten wir doch die Chance ergreifen können. Na toll. Ach je. Ja gut, dann nochmal. Das können wir doch bestimmt, während die sich helfen können. Das, ja, also sind ja keine High-Fives. Ah, da ist der komischerweise wieder in der Kiste gelandet. Jetzt können wir den noch bestimmt tasern, während der hier also, seine Jubelfeier macht. Nochmal? Junge. Ja. Komm schon, klar. Na komm, ist unsere Chance. Nice. Das ist es doch. Mann, du hast eine Katze getroffen. Oder war das ein Koala? Keine Ahnung, aber ich weiß, wer mir High Five gibt. Aber klar, Bruder. Und jetzt. Ja, sehr nice. Beim High Five, bei der erwischt. Glaub nicht, dass es eine gute Idee ist, Cops zu tasern. Aber wie komme ich hier sonst weg? Jo. Schnell weg hier. Aber okay, aber ganz schnell weg hier. Da oben sitzt noch Murray, wenn ich richtig sehe. Und der Agent hier, der in dem braunen Trenchcoat, der ist auch nicht weit weg. Jetzt können wir doch bestimmt zurück zum, hier zu dem Kandidaten hier, zu Miss Fantelier, die mal was zum Erinnern geben. So, hast du den schon mal gesehen? Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, ich brauche eine Milch und eine Tüte Chips. Sofort, komm. Warte mal. So Zeug habe ich gar nicht. Schau dir dieses Foto an. Schau dir doch mal dieses Foto an. Warum bist du ein Bulle? Naja, ich habe eine Marke. Schau dir einfach nur das scheiß Foto an, Mel. Hey, ich kenn den Typen. Endlich ein Fortschritt. Woher kennst du den? Der war wohl vor einer Weile mal hier. Und hat sich eine Knarre gekauft. Super. Hat er was gekauft? Hat er was gesagt? Er hat den heftigsten Revolver auf Erden gekauft. Oh wei. Den Magnomatic 9000. Und er sagte, er wollte... Er wollte Randall Hicks umnehmen. Genau. Ups. Und so etwas konntest du dir nicht merken? Aber... Das könnte tödlich enden. Randall Hicks? Hat er gesagt, wo er hin wollte? Tja, vielleicht zur Wohnung von diesem Randall. Ups. Weißt du, um den umzulegen. Wir brauchen, glaube ich, eine Knarre. Würde ich jetzt einfach mal raten. Für uns.
können wir ihn erledigen, bevor er uns erledigt. Hier vielleicht. Der wäre sicherlich nicht... Ja, gut. Nein, hier bin ich fertig. Der soll mal schön in Ruhe krepieren. Du wirst gleich in Ruhe krepieren, Randall. Habe ich Randall Hicks gerade Morty genannt. Wow. Prima Outtake. Randalls Wohnung, das ist glaube ich jetzt der falscheste Ort, wo wir sein sollten, aber gut. Fordern was heraus. Hallo, oh. Randall. Ich bin's, Matt. Wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens? Tja, ist ja auch egal. Wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Zugegeben, wir hatten eine geile Zeit zusammen, obwohl du ein Idiot bist. Aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten. Wir waren unzertrennlich. Dann kam Sally und es wurde sogar noch besser, bis du beschlossen hast, alles in die Scheiße zu reiten. Was zum Geier hat dich geritten, Mann? Du warst früher echt mal cool. PS? Ich hab gelogen. Bin gar nicht tot und warte mit einer Knarre auf dich auf dem Dach. Lass mich nicht zu lange warten. Ich hab hier 6 kleine Freunde, die allesamt schneller sind als du. Oh. Klingt nach einem Duell. Um auf Leben und Tod. Kannst doch bestimmt eine Waffe mitnehmen. Hier, komm, das Messer. Nimm's mit. Was machst du, Ende? Unbewaffnet da hoch. Yes. Okay. Endlich habe ich dich gefunden, Matt. Bitte, ich weiß, was du denkst, aber ich muss dir das erklären. Der will sich nur selbst umbringen. Was sagt man in so einer Situation? Sollen wir zu Claytons ein paar Biere zischen? Wir könnten uns ein bisschen über Leben und Tod unterhalten. Du verdammtes Arschloch! Du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt. Und auch noch mit meinem eigenen Ring. Ich schieß dir die Rübe runter. Matt, es ist nicht, wie du denkst. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Ich hab gar keine Zeit, das zu bereuen. Ich blas mir die Birne weg, gleich nachdem ich dich umgelegt hab. Oh. Ja, ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen. Gott, wenn ich nur daran denke, wird mir kotzübel. Matt, komm schon, ich kenne dich doch. Wenn dir schlecht ist, liegt's nur am Alk. Warum reden wir nicht einfach über alles? Wie 2 gute Freunde. Du und ich. 2 gute Freunde. Freunde? Du spinnst wohl. Ein Freund würde mir nie so etwas antun. Niemals. Was sagt man in so einer Situation am besten? Wie kann man darauf am besten reagieren, damit nichts passiert? Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Nee, Junge. Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu traumatisieren ist eine Sache. Aber dem besten Freund die Freundin ausspannen? Da geht's um Gefühle, Randall. Gefühle! Weißt du überhaupt, was das ist? Matt, du weißt, dass ich dich liebe, wenn du betrunken bist. Aber gerade fällt mir auf, dass du echt langweilig bist, wenn du betrunken bist und Liebeskummer hast. Autsch. Ja, das ist die schlimmste Mischung. Denk doch mal nach, was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen? Du musst doch einsehen, dass das keinen Sinn ergibt. Ich kann gerade nicht klar denken. Ich will, dass alles ganz einfach nur vorbei ist. Du denkst nicht klar, Matt. Das tust du übrigens nie, aber du musst mir hier einfach vertrauen. Ja, klar. Wie bei dem Streich mit dem Bunsenbrenner im Föhn, ja? Ach komm, ich war von einem üblen ektoplasmischen Wesen besessen. Sicher warst du das? Ach komm schon, Matt. Ihr beide waren schon immer Freunde. Sollen wir uns das von irgendeiner hergelaufenen Schlampe kaputt machen lassen? Nenn sie nicht Schlampe. Ich meinte nur... Das ist mir scheißegal. Ich will's nicht wissen. Sie zieht den Rampenpixel auf mich und dann auf sich selbst. Komm schon, Mann.
Hilf mir, dir zu helfen. Für den Spruch gebührt dir eine Kugel ins Knie. Da hast du absolut recht. Danke, dass du es trotzdem bleiben lässt. Du solltest sowas lieber nicht mehr sagen. Ja. Matt, ich schwöre dir, ich will gar nichts von Sally. Glaub mir. Tja, so sah das aber gar nicht aus, als du ihr meinen Ring gegeben hast und ihren Antrag gemacht hast. Und das war gerade mal gestern. Ja, und ich kann mich nicht dran erinnern. Wir haben gestern Abend alle zu viel gesoffen. Warum vergessen wir das nicht einfach? Ich erschieß mich einfach. So kann ich am besten vergessen. Hey, was sag ich da? Ich sollte lieber dich erschießen. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss wohl zu viel getrunken haben und der Witz ist mir etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, ich kann mich an nichts erinnern. Nee, Junge, ich weiß es aber noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kann dir das nicht verzeihen. Das war gestern. Wie soll ich bei jemandem wie dir vernünftig bleiben? Mann, ich hab mich geändert, ehrlich. Ich weiß, es war nur ein Tag, aber ich bin ein komplett anderer Mensch. Am Arsch bist du! Ich blas mir die Rübe weg und du wirst es dein Leben lang auf dem Gewissen haben. Also bis morgen. Matt, ich bin's, Randall. Ich habe kein Gewissen. Ich kenne dich gar nicht mehr, Mann. Mach dich bereit, ich blas dich jetzt weg. Nee. Lass mich ihn jetzt nicht. Selbst weg. Könnte nicht mit der Schuld leben. Du, der traut sich nicht. Ach, komm schon, Matt. Hör mir zu. Lass dir das erklären. Nee, lass ich nicht. Komm schon, Matt. Reden wir. Halt mir ein kleines Schwätzchen und danach kannst du mich ja immer noch umlegen. Oh, okay. Lass hören, was du zu sagen hast. Oh, man. Das war doch alles nur Spaß. Stimmt, der beste Spruch in dieser Lügner, ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen. Mann, ich kann mich an gestern kein Stück erinnern. Du hast Sally mit meinem Ring einen Antrag gemacht. Direkt vor meiner Nase. Und sie hat ja gesagt. Und ich kann mich nicht daran erinnern. Das macht mich genauso fertig wie dich. Ach, ich schwöre, ich will's wieder gerade biegen. Und wie soll das bitte gehen? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Das soll's dann sein? Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich konnte Sachen noch nie richtig gut wieder gerade biegen. Weißt du, Randall, das ist alles ganz schön scheiße. Aber ich glaub dir. Also, was jetzt? Hä, was? Zuerst legst du vielleicht mal die Knarre weg, ja? Ich schwöre, ich will gar nichts von Sally. Mein Wort drauf. Nee, fuck. Ich geb jetzt nicht nach. Ich hab was angefangen und das führe ich jetzt auch zu Ende. Oh, Mensch. Immer diese Leute, die keine halben Sachen machen wollen. Oh, mir geht der ganze Scheiß langsam auf den Geist. Mach, was du willst. Ich spiel nicht mehr mit. Halt doch die Fresse, Randall, du Großmaul. Ich gehe nirgends hin, bis das hier nicht ausgestanden ist. Ach, jetzt doch. Tja, das wird dann auch egal sein, sobald die Knarre hier ihren Zweck erfüllt hat. Wow, das klang wie Eastwood mit einem bisschen Bronson. Matt, du weißt echt, wie man sich Respekt verschafft. Dafür kann ich die Zimalzahlen multiplizieren. Genug gequatscht. Irgendwelche letzten Worte? Oh Mann. Ah ja, genau das. Guten Morgen. Und falls wir uns nicht nochmal sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Sehr geiler Insider. Ich kann's nicht. Verdammte Scheiße. Ist okay. Komm schon, Alter. Nimm das Ding runter. Das ist ein sehr guter Insider. Unterhalten wir uns ein bisschen. Wer es kennt, schreibt's in die Kommentare. Oh, nein. Es geht schief. Ja, nee. Was? Nein, 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 nein! Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein! Nein! So ein Scheiß.
Jetzt hab ich die Knarre. Stehen geblieben. Oh Mann. Keine Bewegung, Penner. Dein Arsch gehört mir. Das war Suizid. Was zum Geier machen Sie denn hier? Und warum beleidigen mich immer alle, die eine Knarre auf mich richten? Randall Hicks, Sie sind verhaftet. Was? Das war Selbstmord. Warum? Wegen des Mordes an Matthew Griffin. Oder willst du das etwa leugnen? Ja, das war Selbstmord. Wissen Sie was? Machen Sie doch, was Sie wollen. Ich hab das Recht zu schweigen. Im Knast. Tag 6, Montag. Sie rauchen? Nein, danke, ich höre gerade damit auf. Der erste Tag ist der schwerste. Das steht einwandfrei fest. Und wenn sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachend zuschlägt, dann weißt du, dass es kein Traum ist. Im Bruchteil einer Sekunde ist dein Leben dahin. Nichts bleibt davon übrig. Du hast nun alle Zeit, um darüber nachzudenken. Und ein Maßband in deiner Tasche. Knast? Echt jetzt? Ich hasse das Leben.